No! Was ist denn jetzt schon wieder Lobby? Wait, man kann sich direkt hier hinporten? Und warum kann man sich jetzt von hier aus nicht wieder zurückporten? Was ist das jetzt schon wieder für ein Spaß? Ach Gott. Haben die das echt gemacht? Ich meine, ich wusste, dass da zwei Optionen waren. Weil sonst wäre ich beim ersten Mal auch in Lobby gegangen, aber jetzt... einfach mal geklickt. Natürlich bin ich jetzt hier. Natürlich. Dann könnte ich ja theoretisch doch wieder zu Hause vorbeischauen. Mann, Mann, Mann. Kriege ich bitte hier nicht Out of Combat Movement Speed oder so einen Spaß? Schade, dass man bei so Rennen nicht springen kann. Na komm, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Schwert drin lassen soll, wenn ich keine Skills habe, aber ich lasse es mal. Macht schon Spaß. Also man hat auf jeden Fall etwas, vom, wenn man rennt, einen richtig spezielleren Angriff, wenn man Anpassungsdaten? Nein. Ach so, leveln kann ich auch so, oder? Oh, jetzt verwechsel ich schon wieder die Menüs. Ja, natürlich kann ich das auch so. So, wo war ich? Genau, Luftkombo. Und irgendwann gibt es sicherlich noch ein bisschen mehr. So, was brauche ich jetzt? Warum ist Intelligenz auf blau? Habe ich schon irgendwie Intelligenz geskillt? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so vorstellen. So, Geschicklichkeit 10. Stärke. Auch auf 10. Ich würde sagen, das können wir machen. Einmal Glück. Glück ist immer gut. Ja, passt schon. Skills. Was haben denn schöne... Habe ich halt echt nichts. Wahrscheinlich mich anvisieren, das will ich nicht übernehmen. Versteckte und getarnte Gegner aufspüren, das brauche ich jetzt. Falkenauge, das hätte ich glaube ich beim Sniper auch. Ich habe 10 AP. Spitzer Nagel. 3 Hiebe in Folge vor dir. Ich glaube, das sollte ich dann quasi nehmen, weil ich will ja eigentlich hauptsächlich Schwert und Sniper haben später. Komm, nehmen wir mal ein Schwertskill rein. Wir brauchen ja irgendetwas fürs Schwert. Und dann können wir Joe 1 auf die Mütze geben. So, spitzer Nagel. Dann nochmal kurz gucken, was Hannah so ausgerüstet hat. Ja gut, Skills muss man dann halt gucken. Bisschen Vitalität. Habe ich irgendwie ein bisschen weniger geskillt oder was ist los? Wahrscheinlich. Machen wir mal so. Weil sie soll ja hauptsächlich Heilerin sein. Was? Habe ich nicht übernommen? So, wie hatte ich das jetzt geskillt? Ich glaube so. Okay, okay. Ja gut, Skills hat sie eh gerade keine Punkte. Gut, gut. Gadgets haben wir nicht. Aber... Habe ich hier nicht irgendwo die Option? Verdammt nochmal, mein... Ja. Unter Gegenstände. Ich habe 2 einzelne Barret-Dinger. Okay. Als Speicherschiff wird gewöhnlich. Bringt mir gar nichts. Okay. Quasi zur Verbesserung von den Dingern, falls diese Dinge überhaupt besser gemacht werden können. Aber ich glaube, wir haben genug Munition. Auch für Aphasis. Das ist gut. So, Freischaltchip 1, Verwandlungsschip 15. Warum habe ich so viele Verwandlungsschips? Design Kampfjacke, Design Aphasis. Bank Add-on, okay. Ich glaube, wir können jetzt schön...
schön mal zu dem Joe gehen. Ich glaube, nach Joe werde ich mal eine Schatzsucher-Quest machen und mich kurz mal von der Story entfernen, weil wenn es jetzt heißt, da kannst du Designs finden. Also ich bin ja einer, der Designs mag. Da macht man einfach mal so ein verdammtes Outfit, wenn man überhaupt die Materialien hat. Und ist noch die Frage, wo man die Materialien überhaupt bekommt. Wenn man jetzt hier die ganze Zeit bei diesem Skorpion farmen darf, ist das was anderes. Nicht schon wieder Lobby auswählen, danke. Warum ist die Lobby überhaupt an erster Stelle, wenn man hierhin geht, um rauszugehen? Please. Drachenfall? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Das klingt ja schon mal geil. So. Damit setze ich schon mal die Kamera zurück. Wow, das war ein kritischer Treffer. Ach, so sieht das aus. Okay. Also dann weiß ich schon mal, wie ich die Kamera mache, aber Titelabwehr geändert. Was? Warum der Titelabwehr geändert? Okay. Sag mal, ich habe Glück um 1 erhöht. Kaum habe ich das getan, kritte ich jetzt schon sehr oft. Was ist das denn bitte? Besiegte Gegner 5. Ach so, wegen Medaillen oder was? Nicht abhauen, bitte. Jatta, Nanodess! Oh, ich liebe Charaktere an sich, die Nanodess sagen. Oh, sag doch, dass sie Hilfe braucht. Wer hat denn diese Gegner schon wieder geholt? Habt ihr gerade mein. Ihr habt gerade mein Skill abgebrochen. Ha! Das finde ich mal schon gar nicht schön. Alter, dieser Luftangriff ist immer noch geil. Auch wenn er manchmal nicht so viel Schaden macht. Okay. Habt ihr da immer noch Gegner? Nein, du buffst dich einfach nur zu Tode und schreist dabei. Okay, hallo Joe. Sieht schon mal harmlos aus. Oh. Aber es ist nur die eine Aphasis mit diesem Charakter. Diese tolle, tollpatschige KI gibt es nur einmal auf der ganzen Welt, auf jedem Server, den es gibt. Die AI kann man nicht nochmal machen. Ich will die. Entschuldigung. Oh, wow. Hehe, ich mag deine Leidenschaft. Moment, ich habe keine Wahl. Ich meine, ich spiele seit ein paar Stunden gefühlt. Und bin gerade Level 8. Du spielst schon etwas länger, bist wahrscheinlich in der Theorie irgendwas mit Level, keine Ahnung, 50. Aber anscheinend bist du nur Level 9. Oder so. アファシスちゃんをよこせ。その代わり、お前さんが勝てば、いいアイテムをくれてやる。とびっきりのやつだ。Wird sich für mich lohnen, wenn ich verliere, nö. それは欲しいけど、勝負の方法は？お前さんたちもパーティーを組んでいるようだし。
Ich glaube, ich wechsle gleich wieder auf Tastatur und jage mit dem Schwert umher. Akzeptieren wir seine Herausforderung? Fliehen wird mehr Probleme bringen. Großer Bär ist ein Gatling-Geschütz. Oh mein Gott, diese Namen. Okay, die Musik gefällt mir auf jeden Fall schon mal. YOLO. Sagte ich, aber... Der ist halt Level 25. Ich bin K.O. Das freut mich. Thank you. Wait, der ist auch K.O.? Wie? Wie zur Hölle? Wie? Du entkommst mir nicht. Okay. Schön, dass ich weiß, dass es diese verdammte Wiederbelebungsfunktion gibt. Aber wie zur Hölle kann Level 8er 3 Hiebe gebrauchen, um einen Level 19 Typen zu besiegen? Ich glaube, der war Level 19. Und der Level 25er, Joe selbst, hat ja auch nicht gerade viel gebraucht. Ach ja, ich vergaß, der vorhin das Level war 9. Wir haben es schon irgendwie so gemacht. Und ich habe keine Tastatur gebraucht. Okay, sehen wir das als, ich bekomme irgendwelche Items random zugeschenkt, also random zugeschenkt ist jetzt relativ gesehen, ist wahrscheinlich immer ein gescriptetes Item, aber ich bekomme immer irgendein Item gratis in bestimmten Zeitintervallen dazu. Immerhin regelt er seine Kämpfe etwas fair. Was soll ich nur tun? So ungefähr. Ach, wir gehen jetzt automatisch zurück, oder was? Schon wieder 2 Zubehör, 8 Materialien. Glückwunsch, du hast insgesamt mehr als 50.000 Credits an Beute verdient. Du hast 25.000. Glückwunsch, du hast insgesamt mehr als 50.000 Credits an Beute verdient. Du hältst 30 AP. Level 9. Level 21. Level 9. Okay, AP waren, glaube ich, Skillpunkte, ne? Und nicht diese Level-Up-Stat-Punkte, die ich gerade bekommen habe. Sondern wirklich Skills. Und natürlich werden wir wieder automatisch rausgedingst. Eine Revanche. Hey, ich will eine Revanche im Ödland. Aber mach dich darauf gefasst, dass ich dir diesmal in den Hintertreten und dir diesen Aphasis wegnehme. Also trete, nicht treten werde. Nein, Joe. Du gibst ja bitte instant schon wieder Rache? Instant? Eieieiei. Was soll das denn jetzt? Okay. Skills. Ja, ich habe 30 HP. Dadurch, dass ich jetzt einmal Schwert habe, die anderen Skills noch nicht brauche, weil ich erstmal die Waffen dafür haben muss und so weiter, ist eine Sache, aber... Na gut, theoretisch könnte ich halt ihr irgendwas geben, aber... Da will ich jetzt lieber nicht durchgucken. So, ich glaube, ich mache das so konstant. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Stärke als Geschicklichkeit, aber mal gucken, wann ich Geschicklichkeit mal auslasse. So, genau, ich wollte irgendwie... eigentlich mal das Waffenlevel sehen. Wo konnte man das nochmal?
Nicht hier. So, ich hab ne... Giftschaden minus, Nahkampfabwehr und optische Abwehr. Ich glaube, das wäre eigentlich schon ganz gut. Aber der Ehering gibt mir gute Stats. Asperi auch. Gegen Lebensform, Abwehr ist halt schon nicht schlecht gegen Joe und sowas. Brandschaden habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber Giftschaden schon mehr bei den Skorpionen. Nahkampfabwehr wäre auch gut, wenn ich mit einem verdammten... Ihr wisst schon, ach komm. Wir wollen ja eh jetzt erstmal Story machen. Schatzsucht-Dingsbums und ich glaube, da kämpfen wir eher gegen andere Leute. Nehme ich das einfach mal so. So, Hanna. Ich glaube, Geschicklichkeit brauchten die auch. Einfach mal erstmal so skillen. Skills gucke ich mir dann später nochmal an, welche Support-Skills sie am besten nehmen könnte. Achso, da konnte ich gerade schon Mannschaft auswählen, ne? Ja gut, dann gehen wir nochmal rein und gehen Mannschaft Schatz. Mal gucken, ob wir dann theoretisch direkt dahin kommen, wo wir uns anmelden müssten. Weil wir müssten ja eigentlich normalerweise dort landen, um uns anzumelden, oder? Kagemitsu G4. Hallo. Level 5, geheime Daten verloren. Aha, suche den Datenträger in der Schatzzentrale. Wait, what? Jemand hat sein Tagebuch verloren. Der Inhalt soll peinlich sein. Darum müssen wir es finden, bevor es jemand anderem in die Hände fällt. Im Labor der untergegangenen Zivilisation. Ich glaube, ich kann die Sachen schon alle annehmen die ganze Zeit. Habe ich irgendwie falsch verstanden. Kleine Form, hohe Kunst. Keramikflasche in der Reliktwildnis. Ja, ne? Ha. Huh. Okay, das ist jetzt wichtig. Schatzquest. Ein Spieler hat einen Datenträger mit ein paar wichtigen Daten verloren. Sieh zu, ob du den Datenträger finden kannst und bring ihn zurück. In der Schatzzentrale. Bin ich da nicht gerade? Ganz ehrlich, bin ich da nicht gerade? Das kann ich hier so nicht erkennen. Gehen wir einfach mal kurz raus und rein. Ich hoffe, das geht so. Dann sehen wir ja, ob das die Schatzzentrale war. Weil es war ja eher gesagt nur die Schatzmannschaft, ne? Aber natürlich kommen wir da nicht hin. Natürlich nicht. Hier war ich ja noch nicht, ne? Da könnte man auch mal kurz raufgehen. Vorderrolltreppe, erste Teleporter, Zentrale, Shop, hinter zu Hause. Zentralstraße. Ich glaube, ich gehe da jetzt nochmal hin. Und dann können wir im PvE und PvP auch nochmal kurz nachgucken, ob die da nicht noch irgendwas anderes haben. Aber diese Schatzquest, da müsste ich jetzt theoretisch online mal machen. Oder so, offline. Suche nach einem Datenträger. Spam ich jetzt hier einfach. Da rede ich mit Leuten. Aha, Maximum Skills, irgendwas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hier einfach so rumliegt. Ha, er heißt Gabel. Wo ist der Löffel? Jedenfalls sehe ich hier nicht so irgendwas rumliegen. Bedeutet... Datenträger suchen in der Schatzzentrale. Ist immer noch so eine Frage, wo die... Dass die Textboxen hier... Beziehungsweise, dass ich mich dann nochmal neu bewegen muss und nicht...
quasi. Ah, dich wollte ich nicht nochmal ansprechen. Ja, ich muss mich immer nochmal neu bewegen und den Befehl neu geben. Ansonsten passiert nichts. Ah, ich bin umgezogen, ich stehe auf einem Tisch. Okay, scheint hier nicht zu sein. Oh, Mannschaft PvE. Gucke ich mir mal die ganzen Quests an, würde ich sagen. Hallo Joe, solltest du nicht gerade in der Reliktödnis sein oder so? Aber hallo. Sehr schön. Oder auch nicht. Gut, ja. GGOs neuer Spitzenbot. Wenn du mal wenn man den Gerüchten glauben darf, gibt es da draußen ein paar sehr seltene Automaten, die hervorragende Kämpfer sind. Besiege Elite-Automat einmal. Ne? Den kennen wir ja auch. Ich frage mich immer noch Schatzzentrale und so, aber das hier ist es auch nicht. Da kann ich ja nochmal PvP gucken, wobei ich nicht weiß, wie PvP-Quests bitte auszusehen hätten, wenn ich sie nicht online machen würde. Ne? Oder es sind halt solche Kämpfe wie eben, die dann halt instant passieren oder so. Kopfgeldjagd, Grundlagen. In GGO gibt es einige starke Spieler, die gesunde Kopfgelder bringen. Einer davon ist Freibauer Nabla. Finde und besiege ihn für eine große Belohnung. In der Nähe des schwebenden Turms. Einfach jede Quest, die man hat, bekommen kann, einfach akzeptieren. Sollte schon irgendwie hinhauen. Aber wo ist denn bitte die verdammte... Sag schon. Schatzzentrale. So, jetzt muss ich aber auch wieder zur Lobby gehen. Hier ist auf jeden Fall mal die Zentralstraße und so, aber die Schatzzentrale? Bitte was? Jut, jut, Lobby. Ah, jetzt ist die Frage, ob ich hier auch schnell reisen könnte. Sollte ich mal ausprobieren. Das würde mir die ganzen Wege ersparen. Fällt mir jetzt nur gerade so by the way ein. Jut. So, da hinten konnte ich Sachen kaufen, bla bla bla. Rechts und links waren dann die wichtigeren Sachen. Rezeption, Online-Koop. Nein, danke. Hallo, Yuki. So, die Türen sind wahrscheinlich zu. Ah, okay. Ich hätte ja doch in die Reliktwildnis kommen können. Ne? Nadelkäfer. Angriffsautomaten, Aufklärer, Sperrdingsbums. Die hätte ich alles schon annehmen können, ey. Okay. Jagdquest. Schrotflint. Theoretisch müssten wir Sniper kaufen. Aber dann wäre mein ganzes Geld weg. G4. Ohne Speicherchips. Ja gut, ne? Achso. Davon habe ich noch genug. Das sind alles nur Munition und so, warte mal. Matrosennacht-Bikini. 1,5 Millionen. Ja, ich zahle 1,5 Millionen für weibliches gutes Aussehen. So. Ja, die ganzen anderen Sachen sind... egal. Gut. Das heißt, die ganzen Quests könnte ich machen, bevor ich die Revanche antreten lasse. Und das war's. Auch wieder online. Boah, Schluck auf. Ja, ne? Ich glaube, das waren so die ganzen Sachen. Premiere. Ja, ich gehe auf Quest. Leider kann ich euch irgendwie noch nicht mitnehmen. Ach nee, ich kann ja gleich da in die Reliktödnis gehen. So, kurz mal. Eieiei, Nebenquest.
So. 8 Nadelkäfer, paar Angriffsaufklärungsautomaten. Ja, ne, ich habe keine Ahnung, wie viele von welchen Dingern auch immer. Aber es wird sich mit einem Farmrun sicherlich regeln. Und es ist ja nicht so, dass man unterwegs nicht auch noch nachgucken könnte. In der Hoffnung, jetzt nicht in den Typen reinzulaufen. Aber ich glaube, mit Schwert würde ich besser auf Tastatur spielen als hier. Aber mal gucken.